Kasula. Ausgang des ersten Bogens, das Feld Clarence Juin an der Spitze, außen Eiswink sieht jetzt gleich 1:15:3 die Eröffnung. Clarence Juin vor Eiswink, innen Donna Leone H. mit Esprit d'Albigny im Rücken, hinter Eiswink in zweiter Spur liegt Cantagou gut im Rennen, dahinter dann Fifi Dugassel mit Cebo an der Innenseite. Yanni Fantin wird er jetzt aus der zweiten Spur in die dritte genommen und unternimmt den Vorstoß. Dann kommt Kissing Diamond, Verkleidung Real Dornigant. In den Hesslerbogen geht es hinein mit Clarence Juin an der Spitze. Clarence Juin, Eiswink in zweiter und Yanni Fantin ganz außen in dritter Spur. Weiter auf dem Weg in Richtung Spitze, jetzt nach 1000. Fifi Dugassel wurde disqualifiziert, Clarence Juin, Yanni Fantin, Eingang zur Zielgeraden, greift als erster an, ganz außen auf Donna Leone H. Clarence Juin mit Donna Leone H. Yanni Fantin in der Mitte, Clarence Juin innen und außen, Donna Leone H. attackiert weiter, innen Clarence Juin versucht sich zu wehren, aber Donna Leone H. außen ist zur Stelle und gewinnt am Ende. Donna Leone H. auf den letzten Metern vor dem Sieg, dahinter Clarence Juin auf dem zweiten Platz, Yanni Fantin wird Dritter. Und dann war es innen noch Esprit d'Albigny vor Jordi. 12:2 die letzte Zwischenzeit. Trainiert wird Donna Leone H. von Nicks Bruder Tim Schwarmer. Der Roller steht im Besitz der Besitzergemeinschaft Brust. Und Schwarmer und Katrin Herriger ist die Züchterin. Ja, fantastischer Tag heute für Nick. Zwei Starts, zwei Siege und ja, könnte nicht besser laufen, oder? Nee, heute ist ein super Tag. Donner ist die Krönung. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass er ein absolutes Lieblingspferd ist. Und heute war er sehr gut. Ihr habt heute eine Blendkappe drauf gemacht. War das das entscheidende Plus heute? Nee, die hat er immer drauf eigentlich, Holger. Okay, dann habe ich es falsch gesehen. Aber du bist ja heute offensiv angegangen, wolltest eigentlich in Front, aber Pershore war stärker. Aber diesmal ist er auf eine Pferde verlaufen, vorbeigelaufen. Das macht er nicht immer, ne? Ja, er ist ein ehrlicher Kerl. Er ist halt extrem diplomatisch. Er wirkt schon immer das, was ich so heute mal offensiv ins Rennen gegangen bin. Deswegen immer eher erst defensiv und dann offensiv. Und ja, heute hat alles gepasst. Ich lasse euch los, weil er sieht dich nicht. Das, wenn er keine Blendkappe aufhält, würde er wahrscheinlich ganz ruhig hier stehen. Ihr lieben Applaus bitte für den zweifachen Tagessieger, für Nick Schwarmer. So, der Trecker ist gerade da. Für Nick Schwarmer und Donna Leonard.